Yo, und somit herzlich willkommen zurück zu MX vs. ATV All Out. Wir sind hier in der Serie, wo wir das letzte Mal schon drin waren. Und ja, wir sind aufs ATV umgestiegen, mal ein bisschen hier Abwechslung mit reinbringen. Und halt auch ein bisschen Sicherheit, weil wir brauchen wirklich hier die Punkte und den Sieg. Und es waren ja... Ich war ja oftmals vorne, bin dann aber wegen einem Sturz eben ja nicht mehr vorne gewesen. Das war leider ein bisschen schade. Und deshalb versuche ich jetzt mal hoffentlich mit dem ATV ein bisschen sicherer zu fahren. Nicht mit den ganzen Stürzen. Und oh, da ist schon einer relativ weit voraus. So, ich gebe mal mein Bestes. Und ja, hier mit dem ATV, letztes Mal sind wir mit dem Bike gefahren. Das war ja voll hochgetunt hier. Am ATV habe ich jetzt noch gar nichts gemacht. Ist noch hier in der Standardeinstellung. Oh, hier ein bisschen langsamer. Aufpassen. So, wo geht's denn hier entlang? Oh. Okay, ein bisschen aufpassen. Aber wir dürfen halt auch nicht zu langsam sein. Gell? Wir müssen ein bisschen aufpassen. Mir ist ein kleines Missgeschick passiert. Und zwar habe ich schon ein Rennen, bin ich gefahren. Und ja, ich Trottel habe nicht auf Aufnahme gedrückt. Ja. Jetzt ist mir so lange gar nichts mehr passiert. Immer sind die Aufnahmen perfekt gelaufen. Also klar, okay, im Spiel selber vielleicht mal verkackt oder so. Aber so aufnahmetechnisch nie Fehler gehabt oder Probleme. Ja, und dann passiert es einmal, man setzt sich an die Konsole, fängt an zu socken, fängt an zu reden und dann so nach dem Rennen so, oh, gar nicht aufgenommen, gar nicht drauf gedrückt. Und ja, da war es eben so, in meinem ersten Rennen jetzt, das was jetzt hier leider nicht im Video war, war ich auch erster Platz und kurz vorm Ziel, weil ich halt ein bisschen langsamer gefahren bin, weil halt ein großer Sprung kam und ich das nicht riskieren wollte hinzufallen. Ja, hat mich dann eben Platz 2 überholt. Nicht, dass ihr euch jetzt dann vielleicht noch irgendwie wundert, wieso ich jetzt ein bisschen mehr Punkte habe oder so. Insgesamt, wir sind ein bisschen nach oben gekommen, Platz 4. Aber es ist schon ein bisschen heftig, es sind 24 Punkte auf Platz 1. Das ist schon ein bisschen viel. Hier sieht man es, einmal hier die hier, Silbermedaille. Da haben wir, okay, der Sam Rowe ist auf Platz 3. Der ist ja insgesamt gerade Platz 1. Ja, wir müssen schon ein bisschen achten. Solar Streak. Die Strecke hört sich irgendwie cool an. Aber ich denke, wir werden nicht groß auf den Solaranlagen rumfahren. Das wäre geil, so die Solaranlage so als Sprungschanze benutzen. Das wäre richtig geil. Glaube ich jetzt aber nicht. Wir werden so ein bisschen durchfahren. Und dann, ja, wird es halt wie ein dichter Wald sein. Wegen den ganzen Solaranlagen, die auf diesen Ständern sitzen. Die müssen wir da richtig schön ausweichen und aufpassen, dass man da nicht gegen so ein fettes Stahlrohr fährt. Und dann wird es natürlich nicht so lustig, wie ich gedacht habe, sondern eher ein bisschen schwieriger. Wobei, okay, sie sind ein bisschen auseinander. Relativ weit. Oh, Achtung, nicht den Kopf stoßen. Hier so einen kleinen Sprung machen. So einen kleinen Satz nach oben und dann haut es den voll dagegen. Oh, Achtung. So. Okay, da ging es durch. Also durch manche Bäume oder Esche geht es sogar so ein bisschen durch. So, ich fahre mal hier ein bisschen extra außen rum. Oh, stark gebremst. So, hier geht es nach oben. Wir dürfen halt auch nicht zu langsam sein. Das ist halt auch immer so ein bisschen gefährlich. Vor allem, wenn es hier jetzt so mega hoch geht. Darf man auf einer Seite nicht hängen bleiben. Und auf der anderen Seite eben auch, ja, kein Sturz riskieren. Wo müssen wir denn hin? Wir haben hier noch ein bisschen. Kann mal hier nach oben fahren. Vielleicht gibt es auch eine bessere Route oder so, aber wir sind ja gerade ganz gut vorne. Okay, keine Ahnung, wo die sind. So, hier Achtung. Hätte auch ein großer Sprung werden können, vor allem, weil es hier wieder nach unten geht. Verliert mir noch mal ein paar Meter. Ja, wo sind denn die alle? Oh. Hier noch versucht einen Trick zu machen, war jetzt nicht so schön. Alter, ja mega schnell. Würde mich mal interessieren, was die für Zeit nahm. Also das war gerade mega entspannt irgendwie. So, fahrlässig, neue Bestzeit. Stuntbonus, ja okay, das ist so kurz.
In 13 Sekunden. Also wir waren so mega vorne mit dem Bike. Oh, Sam Rowe, Platz 8. Das kann... Ja, okay, wir sind immer noch Platz 4. Es hat sich nichts geändert. Es hat sich da oben gar nichts geändert. Aber wir kommen halt ran. 16 Punkte sind es noch. Aber wir haben auch noch nur noch 4 Rennen. Aber ja, okay. Können wir hinbekommen. In jedem Rennen 4 Punkte, eher so 5. Ja, aber es ist schwierig. Wenn wir jetzt immer Erster werden und er immer Zweiter, dann ist es eben nicht möglich. Aber wir schauen mal. So, wir sind da. Rennen Nummer 3. Eigentlich 4, wegen meiner, ja, Trotteligkeit, wenn man es so sagen kann. Guck mal, wie ich hier plötzlich die Blitzstarts hinbekomme. Auch wenn sie ja quasi ja nicht zählen, sondern nur bei diesen richtigen Rennstrecken. Wobei, ja, mit dem... Was macht der da vorne? Wo kommt der her? Nee, mit den UTVs hatte ich ja so das Problem mit dem Start. Die ATVs gingen ja. UTVs waren ja das mega Problem. Wie ist denn der so nach vorne gekommen? Dann hat der mich überholt. Okay. Der irgendwo abgekürzt, hat er den ersten Checkpoint nicht mitgenommen. Wo kommt mir das gerade vor? Schade, dass man hier bei dem Rennen hier diese Punkte nicht sieht. Ah, nein. Verdammt. Jetzt kann es vielleicht auch ein bisschen eng werden. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Diese Punkte, dann... Das wäre geil. Hier, Wasser. Alter, okay. Ah, es war jetzt nicht so gut, weil es natürlich sehr ausbremst. Ist natürlich nicht so gut gewesen. So. Ah, ich flieg hier... Nein! Okay. Ich flieg hier sehr weit. Wollte jetzt noch so ein bisschen rübergehen, aber ja, ihr habt es ja gesehen. Oh, da kommt Wasser. Wollt ihr ein bisschen abkürzen? Ein bisschen den Vorteil nutzen. Wo geht's denn hin? Da rüber. Oh, durch die Bäume. Eigentlich wollte ich einen Baum weiter rechts durchgehen, aber dann hat es doch noch gereicht. Oh, Platz 3, der ist gleich hier rechts neben mir irgendwo. Hier ist noch Platz 1. Sieht mir ja. Oh, schön! Also nicht schön gefahren, sondern dass wir. Ja, egal. Gas geben. Oh, wie fährt denn der? So, unser Ziel hier rechts. Come on. Nochmal schön gegen die Bar. Oh, boah! Alter, war knapp. Nein! Ach, come on. Dann passiert so ein Sturz. Und deshalb habe ich doch extra das ATV mitgenommen, dass wir da vielleicht doch nochmal ein bisschen besser hinkommen. Ah, wie mies. Ah, das ist wirklich mies, Leute. Richtig mies. Jetzt bin ich halt eben gespannt, wer eben vor mir war. Oh Gott. Hä? Wo ist denn der? Aber kann man hier weiter... Und ich sehe ihn gar nicht. Doch, ganz unten, okay. Ich habe immer so ein bisschen drauf geachtet. Eine Minute Rückstand. Okay, ich habe immer so gedacht, okay, wir können noch ein bisschen runterscrollen oder so, aber nee. Alter, ich habe, wo bin ich? 21,9. Boah, Alter, ich schieße nach vorne. Ja, okay. Nach vorne ist auch nicht geschossen, aber gleiche Punktzahl mit Platz 2. 4 Punkte auf Platz 1. Das sieht mal richtig gut aus. So, da stehen sie alle. Von oben sah es so mega normal aus. Und hier so voll im Gras. Sieht nur so die Hälfte. Hier so groß hat Gras. Großes Gras? Großes Gras ist. Weil sie alle springen. Und ich versuche es einfach zu vermeiden. Guck mal, ich versuche hier durchzufahren. Hier, da. Ja. So, ging das einigermaßen. Haben wir keinen großen Sprung gemacht. Obwohl das natürlich eigentlich das Geile ist, diese großen Sprünge. Aber es hat mir auch schon einer in die Kommentare reingeschrieben, dass es natürlich unrealistisch ist, so von 10, 20 Metern so irgendwo runter zu springen, ohne zu stürzen. Klar ist es unrealistisch. Habe ich ihm auch schon geschrieben, aber ist so für die anderen Leute. Es ist halt natürlich so, wir sind jetzt auch in einem Spiel. Das ist nicht alles hundertprozentig realistisch oder so. Nehmen wir jetzt mal gerade als Beispiel. Klar, okay, bei einem Gran Turismo oder so ist schon sehr realistisch, aber gerade so ein Need for Speed Payback oder so. Ich spiele ja nicht die Spiele, um mega den Realismus zu haben, sondern auch mal vielleicht mal ein bisschen Spaß zu haben, weil ich hier so, keine Ahnung, 100 Meter weit fliegen kann oder so. Und bei den Alpen, ja okay, bei den Alpen, ich habe
einige MX-Spiele eben ausgelassen haben. Damals bei Unleashed 2. Also da war es ja noch nicht mal MX vs. ATV, sondern nur MX Unleashed 2. Da war das eben so, da konnte man wirklich so Megasprünge machen. Man musste halt natürlich schon aufpassen, dass man gut landet. Konnte jetzt nicht so mega schräg landen oder so, aber man konnte schon so richtige, ich sage jetzt mal, Monstersprünge machen. Und es war ja auch das Geile daran. Und hier, ja, einfach so Vollgas durch die Landschaft durch, geht hier leider wohl nicht. Dann halt vor allem bei... Ah, verdammt, okay, das war jetzt natürlich realistisch. Hier blöd nach vorne gekommen. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, man kann ja einfach nicht hier querfeld ein mit Vollgas fahren. Was aber halt für die, sag ich mal, zumindest mal für die Rennen mit den Stunts, wo mit den Tricks, wo wir machen, was wir den Punkt zahlen, da wäre es geil, wenn da, sag ich mal, vielleicht ein bisschen unrealistischer das Ganze wäre. Fände ich ganz cool. Das wäre richtig cool. So, komm, sollen wir es mal wagen? Tada! Oh, der ist aber lang. Der war aber langsam. Okay, aber wir sind ins Ziel schon durchgekommen. Dann sieht es ja alles hier ganz gut aus. So, wir sind. Oh, aber guck mal, Sam Raw. Oh, wir sind noch nicht mal auf Platz 2. Guck, ja, er strengt sich an. Hat jetzt so einen richtig schlechten Lauf und jetzt strengt er sich nochmal an. So, hier waren wir schon mal. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das so hier bei so einem großen offenen Rennen war oder bei einer richtigen Strecke. Obwohl, ich glaube, ich weiß nicht. Barracuda Beach waren wir schon mal. So, hier ein bisschen ins Wasser natürlich mitgenommen. Nicht so gut. War hier nicht dieser komische Hügel? Wie hieß der nochmal? Ich glaube, hier ist doch diese Strecke. Autsch. Das war sehr elegant gegen den Baum. Ja, gegen die Palme eher. Servus. Hier da hinten. Danke fürs Zuschauen. Ja, aber guck mal, wir sind ja schön, schön dran. Ah, nein, verdammt. Das war nicht so gut. Ja, und wenn wir jetzt so ein bisschen disziplinierter fahren und so, können wir dann vielleicht auch mal überlegen, wenn wir jetzt nur noch gewinnen oder so, ob wir dann vielleicht irgendwann mal auch die Schwierigkeit nach oben schrauben, mal so ein bisschen. Aber ja, ich bin da mal ein bisschen gespannt. Oh, was wollte das gerade? Ich wollte gerade nach rechts immer einen Trick machen, aber dann wollte er nicht. Und dann gerade so bei der Landung habe ich noch so ein bisschen nach unten gedrückt aus Versehen. Dann hat er, wollte ich ja so die Beine spreizen, Spagat machen. Mann, wie... Was war das jetzt wieder? Der macht das so mega verzögert. Nach rechts. Also nach rechts ist irgendwie, keine Ahnung, ganz komisch. Das sieht seltsam aus, ich weiß. So, einmal hier schön runter. So, hier müssen wir auch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht so blöd landen. 4,3 Sekunden haben wir Vorsprung. Und hier haben wir auch schon den Ziel-Checkpoint ein bisschen langsamer machen. Guck mal, wir fliegen schon relativ weit hoch. Aber wir hätten vielleicht auch ein bisschen schneller fahren können und dann hier bergab vielleicht gut landen können. So, wo sind sie? Ja, komm, sind schon knapp da gewesen. Aber ich glaube, der letzte Sprung, der war nicht so gut. So, Sam. Oh, oh, oh. Wo ist er? Wo ist er? Platz 6. Ich sehe den irgendwie nie. Immer den, wo ich suche, finde ich nicht. Okay. Sind wir einmal nach vorne geschossen. Wir haben, glaube ich, sogar noch ein Rennen. Aber guck mal, sieht halt auch nicht so gut aus, gell? 5-mal Gold, 1-mal Silber. Und die anderen eher so... verkackt. Teilweise 5. Platz. Okay, kann man noch durchgehen lassen. Aber die anderen... Ja, 4. Platz, okay. Aber die anderen waren meistens zweistellig. Hier nochmal 6. 16, 12, 10. Muss man schon ein bisschen besser werden. So, die letzte Runde für heute. Und dann bin ich mal gespannt, was als nächstes Event kommt. Ich glaube, wir haben sogar noch ein Event. Das andere wird jetzt hier dann freigeschalten, wenn wir... Also wenn wir auf Platz 1 bleiben.
Da kann man mal schauen. Alle fahren ja voll nach links. Was geht hier ab? Leute. So, hier. Obwohl, geht es einigermaßen. Nicht so gut gesprungen. So, Platz 1. Es war gerade alles laut. Okay, wir haben es so ein bisschen verteilt. So, es geht weiter nach links. Mal hier ein Sprung. Oh, jetzt haut's mich hin. Jetzt haut's mich hin. Wow. Okay. Irgendwie noch gerettet. Okay, das war nicht sehr elegant, aber es war zumindest gerettet, meine Freunde. So, einmal hier, Wegpunkt Nummer 4. Komm hier mal, bitte durch die Bäume durch, hier ein bisschen Spannung machen, nicht so außenrum. Seh schon, komm, ich spiel's damit und dann bin ich am Ende nur Platz 2 in der Tabelle. Dann reg ich mich wieder auf. So. Ah, jo, okay. Riecht das Wasser einmal. Schon lustig, wie mal so ein bisschen offen. Oh, fuck. Wie komme ich hier rüber? Hä? Okay. Muss ich hier wirklich schnell genug sein? Ich wollte schon sagen, guck mal, wie die alle auf dem Wasser fahren. Alter, das ist doch mies. Wie sie alle auf dem Wasser fahren und dann irgendwann sackt man so ein bisschen ein. Oh, das ist wirklich mies, Leute. Oh, come on! Da fehlt mir jetzt einfach die Geschwindigkeit. Das ist doch mies. Und ich kann nicht neu starten, Leute. Alter, wie mies ist das denn? Hier hat es mir gerade noch so gereicht. Boah, ich komme halt einfach nicht rüber. Alles ist doch kacke, Mann. Richtig gefangen hier. Hier irgendwo. Guck mal, ich komme gar nicht mehr weg. Bin richtig gefangen. Wenn wir hier verkackt, dann. Ah, come on! Nirgends kommt man hin. Das ist doch kacke, Alter. Aber hier ist ein bisschen. Ist ein bisschen näher, aber man kommt nicht rüber. Also, ich muss da wirklich irgendwie. Oh, Leute! Das ist doch mies. Das ist richtig mies. Dass es da nicht irgendwie so einen schmalen Grat umgerührt, wo man dann doch vielleicht noch durchkommt. Boah, komm, gerade so. Alter, das ist doch kacke. Das ist wirklich kacke. Ich wollte gerade sagen, letztes Rennen verkacke ich da noch und dann komme ich nicht mehr auf Platz 1. Ja, hier ist es eben. Hier ist es, Leute. Richtig toll. Ja, noch gegen den Baum. Genau, wir können noch ein bisschen Zeit schinden. Das Video unnötig in die Länge ziehen. Oh, Mann. Oh, nein. Oh, come on. Wie soll ich da jetzt bitte rüberkommen? Die sind schon alle weg. Die sind alle da hinten irgendwo. Ah, das nervt doch. Jetzt kommt das letzte Rennen. Jetzt habe ich mich so nach vorne. Erster Platz in Serie? Hä? Sam Rowe ist auf Platz 15, Leute. Ich habe einen Punkt minus gemacht. Bist du bedeppert oder was? Oh, wie kann man nur. Oh, Mann. Jetzt, ich will mich ja echt nicht beschweren über diesen Idioten Rowe, aber. Echt? Euer Ernst? Okay, ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich hätte es nicht mehr mit dem Sieg gerechnet. Ja, wir sehen uns im nächsten Part. Dann wieder bis dahin. Wiederschauen und reingehauen.